Ho, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Woolly World. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne euren Goldjungen nennen, wenn ihr das möchtet, denn ich werde jetzt gleich in diesem Boss-Pavillon den Gold-Yoshi freispielen. Zumindest ist das der Plan. Das gehört immer noch zum Bonus-Part, also nicht mehr zum regulären Let's Play. Ich dachte mir aber, es ist für euch bestimmt interessant, das auch noch zu sehen, vor allem, weil die Bosse wirklich schwerer sind als vorher. Schwer ist gut, gell? Lecker schwer. So. Und zwar erwartet uns jetzt die große, der Monty der Große in der dritten Runde. Und der ist ziemlich wütend auf uns. Der zeigt uns jetzt, wo es lang geht. Ich muss noch mal einen Schluck Kaffee nehmen, bevor es losgeht. Nee, lieber nicht. Ich glaube lieber nicht. Doch, er lädt noch. Stärkungskaffee. Ah, für die ganz Großen. So. Also, da ist immer noch Audrey in der dritten Phase. Ist immer noch so schwer. Audrey fand ich auch vergleichsweise schwer. Ich erinnere mich an diesen Gegner. Oh. Alles klar. Also, hey, warum hat er das jetzt nicht gemacht? Stempfen! Oh, daneben. Na gut. Kriegen wir nochmal hin. Uiuiui. Das tötet uns ziemlich. Warum macht ihr das gerade nicht? Nochmal. Hey, ich krieg den Stammsprung gerade nicht hin. Irgendwie hat er gerade nicht so richtig gewollt, wie ich das wollte. Keine Ahnung, was los war. Ist mir bis jetzt in dem Spiel noch nie passiert. So. Jetzt kommen hier einfach ganz viele Gegnerchen. Und er macht nochmal sein. Pups. Sein Krimskrams. Pups. Alles klar. Alles klar, und das müsst ihr jetzt ein paar Mal machen. Und Stamp! Alles klar. Ja gut, also der Monty ist eindeutig nicht so schwer wie Knotbert mit seiner Stamperei. Boah, sehr gut. Und jetzt sollte schon die dritte Phase beginnen. Oh, das habe ich ganz vergessen. Das habe ich ganz vergessen, dass der sowas auch noch macht. Und jetzt haben wir ihn. Bam! So. Ja, ich war sehr leise, ich weiß. Huiuiui, aber... Ja, ja, diesen komischen Stammsprung, den er gemacht hat, der da auch wirklich dann sehr schnell war, der hat mich auch, glaube ich, schon im Originalkampf voll erwischt, ne? Ich denke schon. Und das war ganz schön gefährlich. Ich glaube, der Monty hat mich sogar umgebracht damals. Das weiß ich jetzt aber gar nicht mehr so genau. Puh. Aber trotzdem gehört nicht zu den schwersten Kämpfen. Audrey und der letzte Knotbert waren bis jetzt wirklich mit Abstand die härtesten. Knotbert kommt ja hier auch noch einmal, sieht man ja auch schon an der Silhouette. Jetzt aber erstmal dem Sniffit, den Riesensniffit hier. Das werden wir mal abwarten müssen. Huiuiui. Ja, Sniffit fand ich jetzt gar nicht mal so leicht. Er hatte ja viel von dem Eisbären aus Donkey Kong Country Tropical Freeze gehabt. Okay, genau deswegen. Und wenn ich mir so überlege... Ja, der hat deutlich an Schwierigkeit zugelegt. Ich kann jetzt noch nicht reinschubsen, denn ich habe noch nicht genügend Munition. Ja, ja, das wird noch ganz schwer werden, glaube ich. So, und hoch mit dir. Genau, und weg da. Huiuiui. So, und wir müssen jetzt schnell auf ihn zielen. Spam. Okay, alles klar. Das ging noch gut. Bitch. Okay. Jetzt beginnt seine zweite Phase, ab der auch offenbar die fiese Musik beginnt. Oh yeah, das hat gut geklappt. Und jetzt beginnt es, das, wovor ich eigentlich Angst habe hier. Ja, genau das. Boah. Okay. Noch geht's. Alles klar, noch geht's. Okay. So, die dritte Phase, bei der er dann anfängt, Sachen durch die Gegend zu treten, das wird wirklich tödlich für mich, fürchte ich. Da habe ich richtig Schiss vor. Vor allem, ich brauche mehr Munition. Ich möchte diese Phase nicht mehr als einmal machen müssen. Oh, jetzt hat es mich sogar erwischt hier. Oh, sogar beide Male. Wie habe ich das denn hinbekommen? Na, das war ja toll. So, ich versuche einfach mal, hier das alles zu überschweben. Genau. Nein! Oh, ich habe nicht damit gerechnet, dass der... Oh, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die letzte Phase, von der ich geredet habe, war nicht so schwer, wie ich dachte. Aber dafür kam er jetzt doch deutlich schneller darunter geschossen. So, alles klar. Ja, ja, da kann man jetzt richtig schnell. Da war ich ein bisschen übermütig. Ja, schieß noch ein bisschen Munition, das kann ich gut gebrauchen. So. Ah, blip. 5 Stück habe ich. Ne, ich habe sogar 6 Stück, das ist gut. Und hoch mit dir. Jawohl. Oh, ach so, stimmt, ich kann ja hier irgendwie so ein Schnellfeuer machen. Oh, jetzt habe ich es fast. Nein, 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 ich Idiot. Jetzt habe ich zu lange drüber nachgedacht, dass ich Schnellfeuer machen kann. Und habe da, diesen Boss einfach überleben lassen. Wie blöd ist das denn? So, alles klar. Dann komm mal rüber. Mach nochmal deine erste Phase. Die ist nicht die gefährlichste. Hoffe ich zumindest. So, und wir schmeißen dich rein.
Und rüber mit mir. Stimmt, daran hätte ich früher denken können, dass man das ja machen kann. So, irgendwie fand ich das eben sehr merkwürdig fies. Und ich weiß gar nicht genau, warum ich mich davon habe so treffen lassen. So, jetzt. Achso, sie waren näher aneinander, glaube ich. So, jetzt brauche ich ein bisschen Munition. Aber erst kommt die fiese Phase. So, sehr schön. Oh. Und nochmal. Komm, nochmal. Und wieder. Und tschüss. Alles klar. Genau, so funktioniert das nämlich hier eigentlich. Und bam. Okay. Schnell Feuer. Und jetzt kommt das Fiese. Das fand ich eben wirklich gemein. Wirklich. Das hat mich ja ganz oft getroffen. Ich hätte einen Plan. Nein. Wieso hat mich das so früh? Wieso trifft mich das so früh? Aber wenigstens so nur einmal. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Und okay. Und jetzt brauche ich nur Munition. Und zwar ganz viel. Munitiones. Okay. Und weg hier. Und weg hier. Ah, was? Wieso? Was? Ich hatte doch noch... Ach nö, was hat mich denn da getroffen? Also ja, ich weiß, was mich getroffen hat, aber ich dachte, ich hätte noch mehr Lebensenergie übrig. Okay, der macht mir offenbar mehr Probleme, als ich selbst damit gerechnet habe. Nee, mehr als einen kann ich erstmal nicht einsammeln, als zwei kann ich erstmal nicht einsammeln hier. Boah, das hat mich jetzt richtig geärgert, denn eigentlich habe ich gar nicht damit gerechnet, dass der mich wirklich nochmal erwischt. Hui, bupp. Okay. Und schwupp. Und schwupp. Und hui. Okay. Und tipp, tipp, tipp. Alles klar. Den haben wir. Und stamp bam. Alles super fies hier. Okay. Nein, weg hier. Ach nein, jetzt kann ich es eigentlich, glaube ich, schon wieder vergessen. So. Denn, ja, das war's. Das war's. Ich starte den Bosskampf gerade neu, denn das wird, glaube ich, so nichts mehr. Ich habe mich von zwei völlig unnötigen Treffern treffen lassen. Das ist tatsächlich ein harter Boss. Also, finde ich echt... Na gut, es ist ja auch als Herausforderung gedacht. Ich glaube, man muss sich nicht unbedingt ganz so blöd anstellen. Aber man kann, wenn man möchte. So. So, den nehmen wir nicht mit. Ist ja klar. Warum macht er das eigentlich zweimal? So, und... Okay. Jam! Okay. Und rüber. Und rüber. So. Alles klar. Eigentlich finde ich diese Stachelphasen bis jetzt immer am fiesesten. Okay. Obwohl das auch schon relativ gemein ist. Okay. Und weiter geht's. Okay. Ach richtig, ich wollte ja das hier zuerst machen an der Seite. Ding, dung, ding und rüber. Und so, sehr schön. Das haben wir. Ich weiß noch gar nicht so genau, wann ich am besten auf den schieße hier. Wäre das jetzt? Ja, ich glaube, das wäre jetzt gewesen. Okay. Oder jetzt. Könnte natürlich auch sein. Tup, 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 tup. Nein! Oh nein! Oh nein! Okay, ich weiß wenigstens, wann es ist, aber das war ja jetzt blöde. Nein! Tup. Okay. Und hier weg. So, nehmen wir auch noch mit. So. Und bam. Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn. Oh yeah. Wir haben ihn. Oh Mann. Puh. Der bisher härteste Boss war noch ein bisschen härter als Audrey. Wegen der vielen Phasen, die er hat. Die auch sehr unterschiedlich sind. Und wegen der vielen Munition, die ich sammeln muss. Aber wir haben es mal wieder geschafft. Gerade so. Es war nicht leicht. Aber es ist gelungen. Gewonnen. So schön. So, ich muss einen Stärkungskaffee trinken. Kaffeegeschmack. Und jetzt gehen wir direkt zu Knotbert über. Und vor dem habe ich richtig Schiss, denn der, ja, ist halt knotig gefährlich. So. Puh, alles klar. Knotbert Paracooper Runde 3. Bin gespannt, was hier draus wird. So. Ja, den müssen wir auf der Kanone treffen. Und, ah, okay.
Was ich schon mal ganz gut finde, ist, Oh! Diese Phase kannte ich ehrlich gesagt gar nicht von ihm. Ich muss ihn erstmal kennenlernen, fürchte ich. Ja. Gar nicht mal so gut. Ja, das war ein schneller, kurzer Prozess, den er gemacht hat. Na klar, das versuchen wir erneut. Also, der ist schon ganz schön schnell. Ein ganz schön schneller Boss. Okay. Und Switch. Yeah. Und Step. Okay. So. So rum geht's. Alles klar. Und was machst du jetzt? Achso, du stemmst. Meinetwegen. Und. Puh. Oh. Ich dachte ehrlich gesagt, ich hätte noch... Oh. So, hätte noch die Möglichkeit gehabt. Oh, Mist. Komm, schnell noch. Bam. Ja, sehr schön. Und jetzt kommt was richtig Schweres. Wie macht man das? Wie soll man das machen? Wie bitte? Wie? Oh, der kommt vielleicht bald. Nein. Alter, also man muss da in dieser Phase ganz nach vorne gehen. Sonst bringt das gar nichts. So. Ja, ja. Also das ist wirklich schon relativ hardcore hier, finde ich. So. Und yeah. So. Und swip. So. So. Okay. Und? Nein. Nein. Zip. Und zip. Yeah. Okay, und stamp it down. Runterfallen wäre natürlich noch blöder. Ich gehe mal ganz kurz. Oh! Nein. Also so geht's wohl auch nicht. Nein, hier rüber. Genau. Mist, hat nichts gebracht. Wo kommt er jetzt her? Ach, Mist. Ist das eine lange Phase. Und jetzt... Nö. Nee. Alter Verwalter. Oh. Hup. Nee. Alter Verwalter. Bump, stamp, schlapp. Okay. Und darüber. Ah, nee. So. Und stamp runter, genau. Hup. Und jetzt kann ich nichts tun. Ich warte hier hinten. Zup. Dunk. Hup. Yeah. Oh yeah. Das sieht gut aus. Oh, das hätte fast noch, das wäre fast noch schief gegangen. Damit haben wir Knotbert besiegt. Oh, sehr schön. Oh, alter Verwalter. Dieser Gegner war nicht ohne Melone. Okay, und jetzt wartet nur noch Baby Bowser auf uns. Und das wird richtig hardcore, denn der hat sicherlich mehrere Phasen wieder. Und ich fand den, ich bin ja schon bei ihm so ein bisschen gestorben. Puh, also da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt drauf. Okay, er hat keinen Text mehr bekommen. Finde ich fast ein bisschen schade. Oh, und er ist tatsächlich... Oh, ich dachte, jetzt spuckt er nochmal Feuer. Man hat wirklich nicht viel Zeit zu reagieren. Oh, okay. Bam, bam, bam. Okay, ich werde ihn sicherlich nicht im ersten Kampf schaffen. Das wäre etwas utopisch gedacht. So. Ist halt wirklich alles viel schneller als vorher. Bams! Aber ist ja auch für die Hardcore-Leute. Hui. Alter. Man muss sich wirklich die Phasen erstmal... Erstmal so ein bisschen merken hier. Vor allem, weil jetzt ja auch noch der... Ach nee, weil jetzt ja auch noch der Große kommt. Also, probieren wir es einfach nochmal. So. Puh. Ja. Ich meine, er ist der letzte Boss in super schwer. Okay. Er spuckt immer nur einmal. Das ist wichtig zu wissen. So, und die erste Phase haben wir. Die erste Phase von 6 muss man jetzt auch mal wissen. Alles im Zeitraffer hier. Mist. Okay, jetzt dürfte er springen, genau. Aber schneller als vorher. Viel schneller. So.
Alles klar? Nein! Oh, das ist vielleicht ein fieser Kerl. Ach, Mist. Alter Verwalter. Also Leute, das ist schon bevor er überhaupt in die zweite Phase eintritt, ein richtig schwerer Boss. Weil er einfach sauschnell ist und ständig durch die Gegend springt. Puh. Ich komme nicht mal zur zweiten Phase. Aber ich habe einen besseren Plan. Ich werde nicht mit den Eiern schießen, sondern ich werde lieber spucken. Ja, genau. Jetzt springt er einmal und gleich nochmal. Genau. Stamp. Und zwar wäre es, glaube ich, besser, es so zu machen. Genau. Damit muss ich nicht so lange zielen. Das stört mich immer so etwas. So. Bam. Okay. Patch. Und jetzt springt er ganz viel. Okay. Okay, das ist gar nicht gut hier. Mist. Mist, warum? Ach, jetzt war der andere Gegner noch im Weg. Also das nenne ich mal ein bisschen Pech hier. Und das nenne ich Blödheit. Jetzt war ich so abgelenkt von meinem Pech, dass ich... Ja, nee, das wird nichts. Ich dachte, ich hätte noch einen im Mund. Ja, ich probiere es jetzt einfach noch mal ein bisschen weiter. Quatsch, ich habe... Alles klar. Oh, shit. Boah. Alter Verwalter. Junge, du hast echt was drauf. Du bist Super Speed Bowser. Alter. Ist das eine harte Sau. So, und ich habe immer noch keine Möglichkeit zum Spucken bekommen. Nee. Und jetzt zurück. So. Ach Mist, daneben. Ja. Alles klar. So, und jetzt müsstest du klein und patsch. Ich hab dich. Und swap. Alles klar, jetzt kommt leider die zweite Phase. Und das wird gar nicht gut enden. Denn jetzt kommt das eigentlich Schwere. Oh, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Mit so einem richtig schweren Gegner, mit so einem großen. Aber eine krasse Herausforderung. Also ich muss wirklich sagen, das finde ich richtig cool, dass die noch sowas hier gemacht haben. Ich bringe mich hier in Sicherheit erstmal. Und mach sowas hier. Okay, den ersten haben wir schon mal. Und batsch, schnell hier weg. Er muss mich aus dem Blick verlieren, das wissen wir inzwischen. So, und wir gehen natürlich hier noch weiter weg. Das hätte mich gerade fast schon getötet gehabt. Ich darf halt keinen Treffer mehr einstecken. Okay, jetzt nimmt er erstmal die neue Phase. Alles klar, da bin ich hier relativ sicher. Und jetzt gehe ich lieber wieder hinter ihn, damit er mich sucht. Hier bin ich. Ich komme hier leider nicht an Wolle. Weg hier. Alter. Ein bisschen zielen, in die Richtung vielleicht? Ja, das sieht gut aus. Ich weiß leider nie so ganz genau. Wo ist der hin? Mann, wo ist der hin? Nee, von hier komme ich nicht ran. Ich fürchte, ich muss warten, bis er sich einmal umdreht, genau. Und weg hier. Alles klar. Diese Musik verleitet so zum Mitsingen. Mist, das war nix. Hoffentlich hat er mich jetzt nicht... Zup. Hat es? Ja! Okay, der kleine Bowser ist tatsächlich viel schwerer gewesen als der große. Und ich dürfte jetzt alles besiegt haben. Cool. Bring, bring. Und wir haben Gold Yoshi. Ja, der große hat sich eigentlich genauso gekämpft wie der alte. Ich weiß, also er wird sich schneller bewegt haben, aber man bemerkt das gar nicht so sehr. Beim Kleinen ist es so, da hatte man einfach nicht so viel Zeit zu reagieren. Puh, alter Verwalter. So, und damit dürften wir den goldenen Yoshi freigespielt haben. Ist das nicht schön? Yesa. Gold Yoshi wurde wieder zusammengehäkelt. Und den schauen wir uns jetzt schön an. Damit dürfte ich das Boss-Pavillon vollständig geschafft haben.
Aber ich muss auch schon sagen, es war eine kurze, aber eine doch schon anspruchsvolle Herausforderung. Wie gesagt, ich habe dieses Yoshi-Spiel vom Schwierigkeitsgrad anfangs hoffnungslos unterschätzt. So, und da haben wir unseren Lieblings-Yoshi, unseren lieben, süßen Gold-Yoshi. Ich finde den Silber-Yoshi fast ein bisschen hübscher, aber hey, wollen wir mal nicht so sein. Wir haben uns Mühe gegeben und haben diesen hier bekommen. So Leute, das war es jetzt wirklich endgültig mit den Bonus-Parts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde vermutlich die anderen Bonus-Inhalte, falls ich noch irgendwelche zeige, danach aufnehmen. Das heißt, wundert euch nicht, wenn die Punktanzeigen und ähnliches dann mal ein bisschen hin und her springen. Aber das soll für mich, für euch, für uns alle erstmal hier der Abschlusspart sein. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es echt irre, das Spiel. Ein richtig gutes Spiel. Ich kann es euch nur empfehlen, das auch mal auszuprobieren. Es ist nicht nur süß und hübsch, es ist auch fordernd. Und zwar wirklich fordernd. Und ich glaube, das macht es dann auch wirklich wert, sich dieses schöne Stück Software auch mal selbst reinzuziehen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde euch winken, wenn ich könnte, aber ich habe leider viel zu kurze Arme. Deswegen sage ich nur Tschüss und bis zum nächsten Mal.